Und willkommen zu einem neuen Part der Anne Legacy. Oh, ich hab's fast gesagt. Der Disney-Anne-Legacy-Challenge. Naja, ich bin ein bisschen raus. Es ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich hier aufgenommen habe. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe nur das Gefühl, dass dass dieses Let's Play mal voll in den Hin, also wirklich Priorität ist, also von meinen vier Let's Plays. Es ist das, was als letztes aufgenommen wird. So von der Liste, denke ich mir, ah, okay, ja, Back to Bitches, ja, passt. Ach, Disney, ja, mach ich noch. Nicht, weil es mir nicht Spaß macht. Ich liebe das Let's Play, aber irgendwie, weiß ich nicht, die anderen, die gehen immer so, keine Ahnung, kann ich nicht beschreiben. Aber ich bin auch super happy, wieder hier zu sein. Die Raven, wo ist die Raven? Die Raven, ich kann sie, ach, da. Gerade war sie nicht da. Naja, sie schläft auf jeden Fall. Anne ist ja jetzt, ich weiß nicht, schon seit zwei Parts Mama. Genau. Im letzten Part war ja auch unsere Oma da. Aber die habe ich wieder nach Hause geschickt, weil mir das so anstrengend war. Ja, jetzt ist sie zu Hause. Oh mein Gott, Akeno, wie viel Geld willst du bitte mitbringen? Also, wir sind eine Familie. Wir haben keine Geldprobleme. Und das ist toll und ich lieb's so. Okay. Wir müssen uns aber mal um ein paar Sachen kümmern. Hast du deine Sportfähigkeit eigentlich schon auf Stufe 10? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, hast du nur noch Klettern fehlt dir. Ja, wir können mal die nächsten Tage klettern, aber du kannst ja mal mit Olaf vielleicht eine kleine Runde draußen spazieren gehen. Kino kann sich ja dann ums Abendessen kümmern. Heute ist auch das Schräge Humor Festival, aber da müssen wir ja nicht hingehen. Da müssen wir auch erstmal eine komplett andere Welt und nee, muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal waren. Auf jeden Fall müsste ich mal schauen, wann die kleine Raven zum Kleinkind wird. Okay, sie hat noch ein paar Tage Zeit, sie hat noch 4 Tage. Deswegen, das passt ja dann schon mal ganz gut. Ich weiß gar nicht, wieso. Ach, stimmt. Ja, jetzt weiß ich auch, wieso ich so selten Disney aufgenommen habe. Denn mein Spiel schmiert hier so schnell ab. Also, das ist die Challenge, wo mein Spiel am schnellsten abschmiert. Ich habe das bei keinem anderen Let's Play, die Probleme wie hier. Aber mein Spiel stürzt, denkt sich irgendwann so, ja, ne, ich will jetzt nicht mehr. Deswegen bin ich halt hier halt auch mal zeitlich ein bisschen begrenzt, so. Das regt auch voll auf. Weil ich nehme dann so auf und dann auf einmal denke ich mein Spiel, ja, ich will jetzt nicht mehr. Und dann kann ich halt nicht mehr weiter aufnehmen, weil manchmal hilft es halt auch nicht raus und reinzugehen. Es buggt dann trotzdem weiter. Und deswegen bin ich immer ein bisschen zeitlich begrenzt. Deswegen könnte es sein, dass die Let's Plays in der nächsten Zeit vielleicht ein bisschen kürzer werden. Das kommt einfach so ein bisschen drauf an, wie das jetzt ja alles funktioniert. Ja, müssen wir mal schauen. Ein süßes Team, weil Olaf begleitet uns ja jetzt schon ganz schön lange. Er wird auch erst in 10 Tagen zum Senior und irgendwie, er begleitet uns schon so lange und das ist so schön und ich liebe ihn einfach. Ja, ich habe ja auch ein bisschen überlegt, ob wir in dem Part mal Anne und so altern, weil ich finde, langsam sollte ja auch mal schon Erwachsene werden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Alterung bei Erwachsenen eingestellt ist, aber das kann ich ja mal schauen. Wartet, Aurora müsste noch eine Erwachsene sein, oder? Ist sie schon, okay. 45 Tage und die junge Erwachsene sind 50. Okay, 45 Tage. Raven ist jetzt ein Säugling. Kleinkinder sind bei mir 10 Tage. 10 Tage Säugling hat sie auf jeden Fall. Das heißt, sie müsste dann ungefähr am gleichen zum Kind werden, glaube ich, 2 Tage später als Anne. Dann würde sie, glaube ich, einmal 20. Warte, ich kann es ja sehen. Oh mein Gott, ich bin ja auch manchmal. Ich bin ja auch manchmal ein bisschen lost. Ich kann es ja hier oben sehen, wie lange ich Kinder und Teenager eingestellt habe, die Alterung. Mensch, normale Kind ist 20 und Teenager ist 25. Also haben wir noch mal 45 Tage. Ist sie dann insgesamt das? Okay, und wenn Anne dann zu Erwachsenen würde, wie lang ist sie noch mal erwachsen? 45 Tage. Dann passt ja. Dann ist sie eine Seniorin, wenn
sie zu jung erwachsen wird. Und das passt zeitlich sehr gut, weil Anne hat ja die liebe Raven erst sehr spät bekommen. Deswegen passt das. Und ja, das passt voll gut. Hast du schon was gegessen? Ja, hast du. Okay, räum das mal bitte einmal weglegen, oder? Weglegen, nicht aufräumen. Also einfach weglegen. Ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige. Ja, habe ich. Okay. Alles gut. Kannst ja mal die Schüssel füllen bei Olaf. Ist ja auch ganz schön kalt. Vielleicht musst du mal den Kamin hier unten an. Oder kümmerst dich mal um Raven. Weil Raven stinkt ganz schön. Kannst du ja mal die Windel. Nee, gib ihr mal erstmal was zu essen. Wollen sie ja auch füttern. Wie gesagt, ich habe ja schon im letzten Part so ein bisschen angedeutet, dass ich es sehe, dass Akeno auf jeden Fall nicht so streng ist. Also ich sehe ja Anne als eine sehr strenge Mama. Akeno sehe ich als so einen richtig liebevollen Daddy, der immer richtig nett ist zu seinem Kind. Deswegen glaube ich, dass sie auch später eine bessere Bindung zu Akeno haben wird. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass da vielleicht zwischen den beiden auch was passieren könnte, dass die beiden halt nicht so gut miteinander klarkommen. Vielleicht ist er halt auch manchmal ein bisschen überfordert mit ihr und deswegen ist da nicht so eine gute Bindung. Also ja, ich glaube, so als Kleinkind oder als Kind würde ich es cooler finden, wenn sie da mehr auf N ist, also N vertraut. Und wenn sie halt zum Teenager wird, ist halt Akeno so der, der ihr halt. Nee, ich hab's doch anders. Und zwar glaube ich, dass sie mit Anne, also ich glaube, dass Raven mit Anne schon seit sie klein ist nicht die beste Beziehung hat. Und dann würde ich es halt ganz cool finden, wenn wir es halt so machen würden, dass dass es vielleicht noch so geht, bis sie zum Teenager wird, deren Beziehung. Aber dann hat Akeno auch so ein bisschen was von Annes strengen Beziehung, der Beziehungsart ab und wird halt auch streng. Also nicht so super streng wie Anne, aber schon strenger. Und damit kommt Raven halt gar nicht klar, wenn sie zur Teenagerin wird und erzählt den beiden halt gar nichts mehr und ist halt nur noch für sich selbst und hat deswegen vielleicht auch ihren Dings da, hier oben, wo sie halt, also ihren Balkon, ach, keine Ahnung, also auf jeden Fall ihren Turm, wo sie halt sehr kreativ sein kann. Und dann halt, halt sehr kreativ sein. Und weil ich ja auch gesagt habe, dass ich es ganz cool finden würde, wenn Aurora hier einzieht, wenn sie zu Seniorin wird, könnte ich mir es dann ganz cool vorstellen, dass vielleicht Aurora der Schutz ist für Raven. Also, dass Raven Aurora alles erzählt, weil Aurora einfach ein total lieber Mensch ist und da nicht so streng ist und bei allen Sachen irgendwie ein Auge zudrückt und so. Und ich glaube, dass dann Raven eine richtig gute Beziehung zu ihrer Oma hat und ihr halt alles anvertraut, aber weil halt Anne so streng ist, erzählt sie halt Anne sehr, sehr, sehr wenig und weil halt auch der liebe Akeno so ein bisschen auch streng wird wegen Anne, ist es auch schwierig und die Beziehung knackt dann halt auch an. Und weil ja die beiden die liebe Raven auch nicht in die Schule lassen, ist das extrem schlimm für Raven. Da werde ich mir auch dann nochmal einen Schulmord runterladen, dass sie halt dann auch von zu Hause Schule machen kann. Also einen anderen als den wir jetzt in der, warte, in der Wax Witches haben. Bei dem mag ich auch ganz gerne, aber da sehe ich Raven nicht so. Bei Raven ist ja so kreativ und ich sehe sie nicht so, dass sie den ganzen Tag nur am Computer sitzt. Genau, ich hoffe, dass euch dieser Story-Vorschlag so ein bisschen gefällt. Okay, die beiden kommen jetzt auch wieder nach Hause zurück. Es ist ja auch schon ganz schön spät. Die beiden rennen jetzt auch gerade. Der liebe Ak und gibt ihrer Tochter, nein, ihrem Hund gibt sie mal, ruft sie mal einmal zum Essen und kann bis danach was zu essen nehmen und geht dann halt auch schlafen. Raven, du sollst schlafen, Mausi. Du sollst schlafen gehen. Mausi, geh schlafen. Sah nur gerade kurz ein bisschen komisch aus. Okay, wir sehen uns dann, würde ich sagen, gleich wieder, wenn es morgen früh ist und die Familie wach geworden ist. Wenn man sich so vorstellt, dass wir die sind, die am frühesten Kinder bekommen haben und Ella halt damals die Jüngste war und Tiana ja auch von ihren Geschwistern. Das ist voll krass, dass wir die Ältesten haben. Das liegt aber darin, das kann ich ja auch einmal ganz kurz sagen, dass ich die Familie einmal übertragen habe
Und ein paar von denen hatten gar keine Kinder, aber die hatten im alten Spielstand Kinder. Deswegen habe ich die halt dann auch im Erwachsenenalter gelassen und halt da noch ein bisschen älter gecheatet. Deswegen ist das der Stammbaum halt jetzt ein bisschen komisch, weil eigentlich hätten die halt schon viel, viel größere Kinder, aber es ging halt dann halt nicht so gut gepasst, weil sonst hätten die gar keine Kinder gehabt und ich habe halt dann gesagt, okay, dann lasse ich sie ein bisschen jünger, damit sie noch Kinder kriegen können hier in der Welt. Okay, die liebe Raven ist wach und sie hat auch jetzt einen Meilenstein, dass sie nachts durchgeschlafen hat. Sie muss aber ganz schön auf Toilettchen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, kann Enma einmal aufstehen und kann ihr mal bitte einmal, nee, wechsel mal bitte einmal ganz kurz die Windeln. Und dann kannst du ihr mal schnell einmal etwas zu futtern geben, und zwar mit Flasche füttern. Keno, ich weiß gar nicht, muss auch Keno heute arbeiten? Ja, musst du. Dann steh du mal auf und kümmere du dich mal einmal um Olaf. Streichen ihn mal. Ach nee, jetzt will er ins Bett gehen. Naja, ach nee, jetzt steht er wieder auf. Spür mal seine Liebe und schick ihn mal auf die Jagd. Und dann gehst du mal einmal, machst du dich hier einmal fertig. Nein, vielleicht sollte man sein Kind nicht unbedingt da auf den Boden schmeißen und kannst es danach hier ablegen. Dann kann sie mich noch ein bisschen spielen. Okay, die liebe Anne macht sich jetzt auch einmal fertig. Und ja, passt halt schon mal ganz gut. Und ich kann mir halt da noch so vorstellen, dass halt irgendwas passiert, wenn die Raven als Teenager ist, dass dann das Vertrauen zwischen ihr und ihren Eltern komplett anknackst. Also, dass sie irgendwas tut, was ihren Eltern so gar nicht gefallen hat und was so das Vertrauen zwischen ihnen so komplett zersplittert hat. Also, ja, mal Ideen in die Kommentare schreiben, falls ihr dafür irgendwelche Ideen habt. Aber das hat ja auch noch ein bisschen Zeit, würde ich mal sagen. Also, ein bisschen Zeit hat das auf jeden Fall noch. Ich weiß auch gar nicht, muss Anne heute arbeiten gehen? Sonst hätte ich sie nämlich heute vielleicht, anders. Sonst hätte ich sie nämlich vielleicht heute noch mal ein bisschen klettern lassen. Aber wenn sie halt arbeiten muss, dann ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber nimm dir mal Reste. Okay, ich muss gerade mal kurz was schauen. Also, die haben heute wieder richtig viel Geld verdient. Aber, warte mal, bei deiner Familie, wir sind ja, okay, Dawn hat ja, so kriegt ihr so viele Kinder, Alter. Okay, Poppy hat auch schon zwei. Lilly hat eine. Ach, wie süß. Ach, stimmt, ja. Sind die beiden noch zusammen? Können wir das nicht sehen? Weil ich weiß nicht, ob die immer noch ein Paar sind. Der Stammbaum ist leider auch ein bisschen verbuggt, weil sie hat zum Beispiel Caraway als Mama. Ja, passt, ja. Aber das ist halt ein bisschen verbuggt, weil die hatten ja, weil Tiana war mit einer Frau zusammen, also mit Kara, und deswegen, also auch verheiratet, und es ist halt ein bisschen verpackt im Stammbaum. Okay, dann seid ihr wieder beide zurück. Aber mit N will ich ja jetzt noch ein bisschen klettern gehen. Also wir verabschieden uns jetzt einmal, weil ja, unsere Aufgabe ist ja immer noch, Stufe 10 der Kletterfähigkeit zu erreichen. Und ich glaube, sie hat schon Stufe 9 und zur Hälfte. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Und ja, das war ja so gesagt unsere große Aufgabe, dieses Let's Play. Und ich würde das eigentlich schon gern abschließen, bevor jetzt die kleine Raven zum Kleinkind wird. Weil ab Kleinkind kann man ja wieder mehr mit ihr machen, so. Und ja, wenn sie dann halt auch zum Kind wird, dann will ich mich halt viel mehr auf sie konzentrieren. Und dann haben wir vielleicht nicht mehr so viel Zeit, mit Klettern zu gehen. Und vielleicht hat sie dann halt auch noch Zeit, ihr restliches Leben so ein bisschen entspannt auszuklingen. Deswegen lasse ich sie jetzt noch klettern. Da fehlt ja auch nicht mehr viel, glaube ich. Also es kann jetzt auch eine richtige Nachtwanderung noch werden, Nachtkletterung. Weil sie ist jetzt erst bei 60% und sie kriegt halt immer nicht so viel. Also da fehlen noch ein paar. Mal schauen, ob das so klappt. Schaffen wir es? Oh mein Gott, 96% noch. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon schaffen, aber es könnte sein. Es könnte sein. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich muss mir das fotografieren. Ich hatte noch nie 5 Fähigkeiten maximiert. Also eigentlich 6, wenn man Unternehmen mit dazu zählt. Ich kann es gerade nicht glauben. Und sie hat halt auch so viele Merkmale. Das ist so krass. Ich hatte noch nie einen Sinn, der so viele Merkmale hatte und der 5 Fähigkeiten maximiert hat. Das sieht so krass, also 6, das sieht so krass aus. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Oh mein Gott.
Alter, das ist gerade so krass. Manu, ich freue mich gerade richtig. Jetzt gehen wir aber erstmal nach Hause. Weil es ist ja auch schon ganz schön spät. Und werden dann erstmal ganz entspannt was zu essen machen. Also ich hoffe, ja, wir haben noch Reste von gestern. Und die essen. Und dann kann die liebe Anna auch schon ins Bett gehen. Weil es ist ja auch schon 23 Uhr. Oder nee, gib immer, immer bitte ganz kurz hier erste Babynahrung geben. Vielleicht zu Reisbrei. Ich kriege jetzt ihre erste Babynahrung. Oh mein Gott, weil davon will ich ein Bild haben. Okay, erstmal muss ich speichern, damit, falls mein Spiel abstürzt, ist auf jeden Fall gespeichert, dass das N 5 Fähigkeiten maximiert hat. Und jetzt machen wir das. Ja, ist ganz okay, glaube ich. Oh mein Gott. Ich habe dein erstes Essen freigeschaltet. Findest du es? Will weitergehalten werden? Ist bei oh mein Gott. Jetzt ist sie so, oh mein Gott, ist das süß. Ich liebe die kleine Maus, die ist so toll. Okay, und danach kannst du mal bitte einmal Raven ins Bett bringen. Ja, Anne muss ganz dringend auf Klo. Mach das mal einmal ganz kurz und danach kann sie mal einmal ganz kurz zu Olaf gehen, mit ihm Liebe spüren und ihn bürsten. Und dann gibt sie ihm Futter und dann gehen beide ins Bett. Auch Akeno. Das hat jetzt die kleine Mausi fertig gebracht. Ach, er kann mal noch einmal ganz kurz hingehen und mal einmal ganz kurz alles verkaufen hier. Weil er schafft das ja gerade nicht. Okay, eine weitere Perfektionierte in meinem Repertoire. Die freie Natur, Klettertalent, auch ins Abenteuer. Oh mein Gott, sie ist richtig happy. Kenne ich schon alles? Warte, was? Kenne ich schon anders, weil von einer Fähigkeit gelangweilt ist. Sie hat es wohl jetzt schon so oft gemacht, dass sie sich so denkt, so Bonnie, Alter, ich will nicht mehr klettern. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass sie jetzt die Kletterfähigkeit maximiert hat, weil dann muss sie es nicht mehr so oft machen. Schon mal wach, ist auf jeden Fall auch gleich schon Arbeit, also in 2 Stunden oder so. Aber sie kümmert sich jetzt einmal ganz kurz um den Olaf, weil Olaf meckert wieder mal ganz schön rum und verlangt nach Aufmerksamkeit. Akeno schläft noch, die liebe Raven hat Hunger ein bisschen. Sie hat auch schon 2 Tagen Geburtstag, also wahrscheinlich wird sie dann im nächsten Part ihren Geburtstag feiern dürfen. Ja, geh du mal ganz kurz zu der kleinen Mausi und fütterst sie mal einmal. Haferflocken mag sie nicht. Ich cheat jetzt aber trotzdem erst nur, weil, ja, Binde von Raven wechseln, dann helfe ich mal ganz kurz Akeno hier mit dem ganzen Dreck hier. Hat ihr nicht geschmeckt. Okay, er ist schon hier unten und frühstückt jetzt ganz entspannt. Auch mal wieder unser Garten, ist man ja auch richtig einsatzbereit und kann verkauft werden. Ja, Akeno denkt sich auch so, boah, stinkt das hier alles, das ist so eklig. Wieso habe ich mir ein Kind gewünscht? Weil er wollte ja unbedingt ein Kind haben, er war ja auch so. Er wollte ja nicht unbedingt ein Kind haben, aber Akeno hat sich sehr über ein Kind gefreut und deswegen. Leute, ich finde das, die beiden sind gerade bei der Arbeit und ich finde das so krass, dass Raven so Akeno überhaupt keine gute Beziehung hat. Also bei Anne geht's ja noch. Wir haben fast voll. Aber zu Akeno hat sie halt eine richtig schlechte Beziehung. Also nicht richtig schlecht, aber auch keine richtig gute. Und das finde ich voll krass. Sie nicht wirklich klarkommt mit Akeno. Vielleicht ist Raven auch jemand, die kommt nicht so gut klar mit den Jungs. Also mit so älteren Männern oder so. Und mit ihrem Vater vielleicht auch nicht so gut. Und vielleicht hat Akeno so einen Humor, den sie nicht so ganz versteht. Er hat aber immer probiert, auf diese liebe Art und Weise gut für sie da zu sein. Also, weil er halt nicht so streng ist, hat er immer auf diese Art und Weise probiert, Raven glücklich zu machen, gut für sie da zu sein. Aber ab dem Moment, und das hat vielleicht auch mal so ein bisschen gebracht, das hat so den Ausgleich geschaffen zwischen seinem Humor und seiner lieben Art, dass sie halt mindestens ein bisschen klar kam mit ihm. Aber dann, wo er halt auch so streng wurde wie er, oder ein bisschen, kommen die beiden halt gar nicht mehr miteinander klar, weil dann sowohl mit seiner Art nicht mehr so gut klar und halt auch mit der Erziehung. Und bei Anne ist halt was anderes. Vielleicht ist die Art von Anne sehr ähnlich zu Raven, nicht viel. Also eigentlich gar nicht. Na gut, eigentlich gar nicht. Aber vielleicht kommen die beiden halt einfach gut klar, weil die beiden halt Mädchen sind. So. Und vielleicht kommen die deswegen halt einfach gut klar. Aber das Strenge, damit kam sie halt auch nicht so wirklich klar. Und Raven kommt halt gut klar mit Aurora, weil die beiden sehr, sehr, sehr gleich sind. Aurora hat es auch mal geliebt, kreative Sachen zu machen, zu stricken, zu malen, zu lesen. Und das gleiche liebt Raven halt auch.
Und die beiden sind beide so Freigeister und wollen was erkundigen und so. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz süß, wenn die beiden dann wirklich richtig gut miteinander klappen. Das ist der nächste Tag. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass Elmar einmal zu Aquino geht und ihn einmal küsst, weil die beiden hatten jetzt lange keine, nichts mehr wirklich miteinander, jetzt so romantische Sachen. Und vielleicht brauchen die beiden das jetzt einfach mal. Vielleicht brauchen die beiden einfach mal wieder ein bisschen Zeit miteinander und brauchen mal wieder ein bisschen Liebe ausdrücken. Vielleicht ist das das, was die beiden halt einfach gerade brauchen. Okay, die beiden genießen jetzt einfach noch den Tag da ein bisschen unten. Die liebe Rapunzel, geht's mittelmäßig. Okay, kann sich ja mal einmal ganz kurz die liebe Anne um ihr Baby kümmern und kann ihr mal einmal bitte was im Hochstuhl essen probieren. Vielleicht gibt's einfach, okay, vielleicht gibt's einfach wieder Reisbrei und du bleibst mal bitte einmal hier draußen. Geh und gehst zu Olaf und kümmerst dich einmal um Olaf. Streichelst ihn mal einmal, werd mit ihm Kumpel. Und dann, wieso haben wir keinen Mülleimer? Wir haben einen Mülleimer. Also muss ich manchmal auch nicht so ganz verstehen. Okay, Anne gibt jetzt der kleinen Mausi was zu essen. Und danach kannst du die Windel wechseln von der Mausi. Sie werden bald kommen, überlege es dir gut. Alter, hört doch einfach mal auf mit den scheiß Nachrichten. Okay, ich weiß nicht, ob es nicht. Witzig, hör doch einfach auf. Okay, Windel von Raven wechseln. Okay, und er betrachtet halt gerade Raven, wie Anne das so mit ihr macht und ist so, ist richtig happy, dass die beiden trotzdem gut miteinander klarkommen, auch wenn sich Anne sehr viele Bedenken über Kinder gemacht hat. Ja. Findet er das natürlich toll, dass das trotzdem klappt einigermaßen. Okay, jetzt legt sie ins Bett und ja, lass sie da erstmal ein bisschen liegen und nimm sich dann beide erstmal was zu essen, um den Abend so ein bisschen genießen. Ja. Und dann geht's wieder ins Betty-Bett. Ich freue mich halt auch voll auf den Geburtstag von Raven. Weil ich habe immer das Gefühl, als Säugling kann man so wenig mit ihm machen. Ich glaube, das ist einfach meine. Ich freue mich einfach schon so doll, dass sie zum Kind wird, dass ich zum Kleinkind wird, dass ich gar nicht daran denke. Schön ist auch, ist, dass sie ein Säugling ist, was ja nicht stimmt, weil Säuglinge sind einfach so anstrengend. Naja, ich schicke die beiden heute mal ein bisschen früher ins Bett, weil die beiden sind auch sehr müde. Oh mein Gott, da hat einfach Anne schon Geburtstag am Samstag nächste Woche. Wie krass. Aber ich will, dass Aquino ein bisschen älter ist als Anne. Also vielleicht so eine Woche älter. Also vielleicht werden wir Aquino schon am Samstag altern zum Erwachsenen, weil. Okay, nur damit ihr das auch mal seht, was ich meine mit Spielabstürzen. Wenn ich jetzt hier auf Vorspulen gehe. Ja, also ich kann nicht mehr spulen und deswegen buggt mein Spiel gerade gänzlich ab. Also das ist richtig blöd. Also es schmiert immer nach 30 Minuten ab. Also ich hoffe, ich habe jetzt einfach zu viel gelabert, also viel gelabert in dem Part, weil ich kann jetzt halt auch nicht weiter aufnehmen, weil mein Spiel ist so verbuggt jetzt gerade. Das geht gar nicht. Also was ich jetzt machen würde, es würde halt einfach nicht funktionieren. Deswegen erweitern wir jetzt immer ganz kurz das da. Dann sieht das mindestens noch einigermaßen okay aus. Aber also ich glaube, das klappt. Ah doch, jetzt geht's. Okay, also das wird hier heute nicht mehr funktionieren. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch dieser Part Spaß gemacht hat, auch wenn er wahrscheinlich wieder etwas kürzer ist als sonst. Aber ich kann halt nichts dagegen tun. Und ja, ich kann jetzt mal raus und reingehen. Aber ich habe jetzt auch schon eine halbe Stunde Aufnahmematerial. Also vielleicht habe ich ja doch ein bisschen mehr aufgenommen, dass es jetzt nicht so super viel runterschneiden muss. Wäre halt schade drum, wenn der Part halt sehr kurz ist. Aber es geht halt nicht anders so. Wahrscheinlich muss ich da mich auch mal in den nächsten paar Tagen ein bisschen besser drum kümmern, dass das ein bisschen schöner gemacht wird. Aber nee. Ich will jetzt nichts mehr machen. ja, genau. Also schauen wir mal. Aber was wir mal machen könnten, warte mal, das würde ich mal einmal kurz noch machen, so zum Ende. Weil, Aurora ist ja jetzt schon langsam schon ein bisschen älter und wird ja auch bald zu Senioren, also 20 Tagen, aber es ist ja bald. Dachte ich mir jetzt gerade mal so. Ich habe letztens was runtergeladen und das würde ich ihr voll gerne geben. Also erstmal muss sie mal, kriegt sie neue Wimpern, weil das geht gar nicht. Das ist so scheiße, dass die Wimpern jetzt immer so verbuggt sind. Wegen dem Schmuck und so, das ist richtig blöd.
Kann ich ihr vielleicht auch diesen Paket geben? Die sind aber gänzlich verbuggt. Das ist so nervig. Wieso haben die das mit den Wimpern geändert? Das ist richtig blöd, weil bei mir sind alle Wimpern verbuggt. Und ich verstehe nicht, wieso. Also, naja, dann kriegt sie halt jetzt erstmal keine Wimpern, weil geht ja nicht. Sieht man ja. Aber sie sieht halt auch ohne Wimpern richtig schön aus. Okay. Dann habe ich nicht was runtergeladen. Und zwar habe ich sowas für ältere Sims. Also ich glaube, das war das für ältere Sims oder das da. Nee, also erstmal haben wir jetzt hier so leichte Sachen an den Wangen. Was ja schon ganz cool aussieht. Also dass sie so langsam schon so ein paar Falten bekommt. Und die hat schon ein bisschen... Oh mein Gott, sie sieht jetzt voll alt aus. Okay, sie kriegt erstmal nur das. Weil damit, finde ich, geht's noch. Also, ich hatte eigentlich noch was anderes runtergeladen, womit die so langsam alt aussehen. Ja, aber ich hatte irgendwas, was so älter gemacht hat. Aber ich weiß nicht was. Also, schauen wir mal. Vielleicht lade ich mir da auch nochmal was runter, so ein bisschen mit Falten und so. Weil da sehe ich, ich glaube, das brauchen wir jetzt aber auch so ein bisschen, damit die halt ein bisschen älter aussehen. So, ich mache jetzt erstmal wieder alles rauf, den Skin und so. Und dann hat sie jetzt so langsam so kleine Sachen, so langsam sie so daran erinnern, dass sie so ein bisschen älter geworden ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann schaue ich nochmal, ob ich noch irgendwo Falten finde und so. Das halt langsam so ein bisschen auf Senior-Alter zutreiben, aber noch nicht so super krass. Genau. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn wir es so langsam machen. Und dann kriegt sie vielleicht noch eine andere Frisur oder so, vielleicht sowas hier. Boah, nee, will ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich muss hier erstmal... Haben wir hier noch irgendwas anderes, sowas hier oder so? Ja, ich glaube, sie kriegt sowas. So offene Haare, so als Rentnerin, das sieht schon ganz gut aus. Okay, vielleicht mache ich ihr noch schnell hier den Schmuck ein bisschen ab, damit sie doch kleine Wimpern kriegen kann. Weil ich brauche Wimpern. Das ist nicht anders. Weil die gehen hier sogar. Hier, die gehen sogar. Oh mein Gott, Aurora wird einfach zu Senioren. Aber gut, Leute, an dieser Stelle würde ich den Part gerne beenden. Ja. Ich hoffe, dass euch dieser Part Spaß gemacht hat und dass ihr es nicht so schlimm fandet, dass mein Spiel jetzt am Schluss ein bisschen abgestürzt ist. Aber ich werde jetzt auch den Part beenden. Wir sind jetzt gerade in den Haushalt von Aurora gerutscht und ja, diese Frau ist so wunderschön. Aber genau, wie gesagt, an dieser Stelle würde ich gerne den Part beenden. Ich hoffe, dass euch dieser Part Spaß gemacht hat und dass wir uns bald wieder sehen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr Story-Vorschläge für die Beziehung zwischen Raven und ihren Eltern und zwischen ihrer Oma hat, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann schicke ich bis bald, ihr Lieben.